So, hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott, wir hatten gerade so Startschwierigkeiten. Aber wir spielen heute die Episode 2 von Life is Strange. Die erste Episode ist auch schon auf Streamfinity Online, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und ja, jetzt starten wir endlich ins Spiel rein. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nochmal den Rückblick, damit ihr das dann auch nochmal sehen könnt. Okay, let's go. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei, Leute. Alle guten Dinge sind drei. Danke an alle, die mich übrigens hosten. Ich habe eben schon gesehen, dass ein paar mich hosten. Kann YouTube den Chat überhaupt sehen? Nee. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. I love him. Go on. Hey, leave him alone. Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait. Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Seid ihr ready für Episode 2? Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass mein Subgoal voll ist. I know, Leutis. Ich will mich aber damit jetzt nicht beschäftigen. Passt schon. Oh, passt schon alles, wie es ist. Ich hoffe, für alle, die gestern vielleicht beim Stream nicht dabei waren, war das jetzt so eine grobe Zusammenfassung. Ich hoffe, der Sound und so, alles ist in Ordnung. Dösen? Ja, wir dösen. Ich liebe nämlich die Snooze-Funktion. Spiele etwas lauter oder dich leiser. Ja, ich habe mein Mikrofon jetzt ein bisschen weiter weg gemacht. Ich hoffe, es ist jetzt in Ordnung. Übrigens wurde mein Video direkt nicht monetarisiert. Ich habe direkt einen Copyright-Claim drauf bekommen auf YouTube wegen der Musik. Also hiermit wird es wahrscheinlich auch so sein. Out of Time heißt die zweite Episode. Süßer Pyjama. Wurde es dann geblockt? Nee, nee, ich kann da nur keine Werbung draufschalten. Beziehungsweise der Urheber von der Musik hat da irgendwie Werbung draufgeschaltet und ich kann das nicht ausstellen. Bisschen nervig, aber naja. Ich liebe die Musik halt, deswegen will ich sie auch nicht ausmachen. Ja, das gibt's auch für den PC. Okay, wir stehen auf. I am so wrecked after staying up all night. Same. I could use my rewind to catch a few more Z's, but maybe I better save my strength. Rewind will keep me clean. I still need a shower. Endlich! Endlich darf ich duschen, Leute. Ich wollte doch gestern unbedingt duschen. Ach ja, ich sag's jetzt auch nochmal für alle, die vielleicht gestern nicht dabei waren. Oh, wir haben eine SMS bekommen. Bitte nicht spoilern. Das sollte sich ja von selbst verstehen. Aber bitte, bitte nicht spoilern. Prinzessin Erbs hat euch ganz genau im Blick. Und dann kriegt ihr auch Timeouts, wenn ihr spoilern solltet. Ihr könnt mir gerne schreiben, Mina, guck dich nochmal da hinten um oder irgendwas, aber nicht, du musst noch da und dahin oder tu das und das. Wie gestern das mit dem Vogel war okay, wenn du das Fenster aufmachst, dann kannst du den Vogel retten. Sowas ist absolut in Ordnung, aber jetzt nicht, was so weltbewegend für die Story ist, das bitte nicht spoilern, das wäre mega cool. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich ganz viel Spaß und dann legen wir jetzt los, wir können endlich duschen gehen. Oh, wir können unser Bett machen. Ich bin so ein Mensch, ich mache eigentlich mein Bett nie, aber... I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Okay. Thanks, Mom.
den wir gestern Max Caulfield Photo Memorial Wall. Okay. Genau das gleiche. Ich liebe das, ne, dass das alles mit der Musik ist, ne? Das ist einfach so geil. Die Musik ist voll laut. Echt? Also das hat jetzt nur Juliana geschrieben. Wenn irgendwie euch kollektiv was zu laut ist oder so, dann schreibt mir das immer in den Chat. Dann versuche ich das zu lesen. Weil wenn der Chat schnell geht, dann sehe ich das im Augenwinkel. Nico, bist auch mal wieder am Start. Danke für den verschenkten Sub an Rosa. Rosa, herzlich willkommen im Universum. Okay, ist alles in Ordnung? Sehr gut. Freut mich. Vielen Dank, Nico. Das ist übrigens nicht Nitrolon, weil immer viele Leute nachfragen. Okay, alles klar, dann legen wir los. Das sollte ja alles immer noch das gleiche sein, ne? It would be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Ich liebe Brettspiele. Die Musik ist echt laut. Ich mache ein ganz kleines Ticken leiser. Es ist ja nicht die ganze Zeit Musik da. So. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon schon angeguckt habe. Also die Klebezettel habe ich auf jeden Fall noch nicht angeguckt. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Was, wenn ich von den Zeitouristen bin? Ah, sie hat sich hier Notizen gemacht. Was, wenn ich einer von Hawkings berüchtigten Zeittouristen bin? Er hat sich zwar über Zeitreisen lustig gemacht, aber jetzt hält er sie für möglich. Oder er verarscht uns immer noch. Er ist so ein Genie. Zeit ist wie ein Fluss, Einstein. Mein Kopf schmerzt nach längerem Zurückspulen und jetzt, da ich darüber nachdenke. Ein gewaltiger Schritt zurück für die Menschheit. Schrödingers Katze könnte in zwei verschiedenen Zeiten existieren. Hallo Zeitmieze. Quantenverschränkung. Energie verstreut sich, wenn Partikel gleiche Distribution erreichen. Das bedeutet, die Basis der Zeit ist fragil. Nichts ist in Stein gemeißelt. Das Gesetz der Thermodynamik kann offensichtlich gebrochen werden. Also keine Regeln, nur Richtlinien. Verbrenn deine Uhr. Zeit ist wie ein Pfeil, Newton, oder ist Zeit wie zwei Pfeile, die mit der gleichen Geschwindigkeit unabhängig voneinander zwei verschiedene Ziele treffen und zu unterschiedlichen Ereignissen führen. Was schreibe ich hier bloß? Ist das Zurückspulen nur von der Zeit selbst begrenzt? Im Moment kann ich nur eine bestimmte Zeit zurückgehen. Ironie oder Evolution? Vielleicht muss ich Zeitübung machen. Aber wie? Also sie versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist auf jeden Fall weise. Gut, können wir irgendwas Neues am Lauren Laptop is blowing sehen? Up my inbox now. Ach, wir haben noch die SMS, die müssen wir gleich as long as he helps me figure this out. Okay. Zu viel Zeit. Hey Max, der Doktor ist hier. Ich habe lange und angestrengt über deine kuriose Bitte nachgedacht. Ich habe dir gerade ein paar Links zur Physik geschickt, ohne weiteres Gelaber. Hier die Zeitreisefilme, die du sehen musst. Wenn mir noch welche einfallen, schicke ich sie dir. Der Doktor erwartet eine ausführliche Erklärung für dein neues Hobby. Also wir erinnern uns an gestern, Warren hat eine Vorliebe für Filme. Die Zeitmaschine, primär, okay, das sind dann alles Filme, die er empfiehlt. Mehr Zeit habe ich jetzt nicht. Ich muss mich tatsächlich durch Quantenphysik wühlen und nicht den lustigen Zurück-in-die-Zukunft-Kram, den ich nie als Hausaufgabe hatte. Da du jetzt die Kunst der Wissenschaft entdeckt hast, erwarte ich, dich öfter im Labor zu sehen. Ein neuer Laborpartner kommt immer rechtzeitig. Kapiert? Habe ich nicht. Ich bin schon weg. Dr. Who. Ich liebe ihn einfach. Oh mein Gott. Warren ist einfach mein Babe. Okay, wir gucken mal ganz kurz die SMS an, die wir eben bekommen haben. Von Chloe. Oh, die haben ja jetzt noch relativ viel geschrieben. Bist du da, Hippie? Was ist mit dem verfluchten Schnee? Was ist mit deiner Kraft? Oder bist du in der Zeit zurück und hast es herausbekommen? Soweit kann ich nicht zurück, du Schlaumeier. Schade, dass du nicht zurück kannst, um mich vor dem Joint zu warnen. Ich dachte, dein Leben zu retten wäre wichtiger. Wumm. Max landet den vernichteten Schlag. Also wir hätten den Joint ja noch verstecken können, aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt und passt schon. Im Ernst, wir müssen reden, ich brauche deine Hilfe, oder wir fressen uns im Two Ways voll. Endlich, Leute, endlich, bist eingeladen. Okay, Untergebene sind nützlich, muss los, Chef, auf zum Frühstück ist Mad Max da, wie gesagt, für dich immer. Keine Emojis, in 40 Minuten im Diner, werde da sein, verspäte dich nicht. Oder ich weiß, die Zeit arbeitet gegen dich, immerhin hast du zugesehen, wie der Stiefdödel mich hochnimmt. Auf dem Weg. Du bist fies, 40 Minuten oder sonst. Okay, wir gehen endlich ins Diner, Leute. Dort, wo ich gestern schon hin wollte. Die Kamera haben wir anscheinend wieder repariert. This picture will capture this crazy historic moment in my life.
No smiling. Machen wir direkt Take mal ein Selfie. Ach nee, das ist die Kamera, die Chloe ihr gestern geschenkt hat. Das Spiel kann man nicht auf Deutsch, Deutsch stellen, nur den Untertitel. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my Okay, palette? Sie hat sich auf jeden Fall einiges an Infomaterial zusammengesucht. Okay, das haben wir schon angeguckt. Kunstbücher, die haben wir auch schon Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Müssen wir die wieder gießen? Yay, wir müssen unsere Pflanzen Drink wieder up. Gießen. Das finde ich so süß, dass diese Tat Konsequenzen haben wird, dass ich meine Pflanze gieße. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Max wollte duschen gehen. I know, aber ich will erstmal gucken, ob ich irgendwas noch übersehe. Den Kulturbeutel brauche ich erstmal noch zum Duschen. Das ist eine gute Sache. Hallo, da habe ich bitte den Kulturbeutel. Oder was ist hier noch drin? Frische Unterbuchsen? I wonder if I'll ever wear a watch again. Stylish. Okay, Max, let's hit the showers now. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Okay, Stundenplan, den habe ich auch noch nicht angeguckt. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. No. Poor thing. Okay, also Englisch fällt aus. Okay. Cutie. Dann Spiegel, Handy haben wir noch. Nee. Oh, wir haben hier jetzt noch... Oh. Wir haben hier jetzt noch ziemlich viele... Tagebucheinträge. Ach so, da hat sie aber einfach niedergeschrieben, was sie... erlebt hat. Okay. Ja, das ist alles, was wir in der ersten Episode erlebt haben. Und wie sie Chloe davon erzählt hat. Okay. Gut. Was haben wir hier? Hier haben wir jetzt Rachel hinzugefügt. Und Warren war, glaube ich, auch nicht vorher da. Und Chloe auch nicht. Okay. Even with all this Handy. Crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Ich mag Chloe like auch. No time has passed. Hast noch mehr neue SMS? Oh ja, da ist ein Stern. Mami. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränkst sie auch nicht, Mama. Oh! Ich bin im Überwässern sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut, weil ich immer Angst habe, dass sie zu wenig Wasser haben. Und dann gebe ich ihnen leider zu viel Wasser, was noch schlechter ist als zu wenig Wasser. Aber mal gucken. Ich hoffe, wir können sie nicht durch Überwässerung töten. Ach so. Hä? Okay. Dann mal los! Oh, jetzt habe ich nicht mehr ins Spiel geguckt. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Unsere BFF Victoria. Okay, ist hier noch irgendwer? Warum nicht? No Brooke here. Okay. Hi. Fine, I won't disturb you. Fine, I won't disturb you. Ja, ich lasse es mal. Das haben wir auch schon gelesen. Will bang for good. Da hat schon wieder jemand was Böses bei Kate drauf geschrieben. Das werden wir natürlich wieder entfernen und was Nettes drauf machen. Ach nee, jetzt können wir gar nichts drauf machen.
Okay, aber wir klopfen mal, ob sie vielleicht da ist. Wir klopfen einfach an jede Tür. She might be up and gone. Don't be a zombie. They live. Don't let life flash you by. Alles klar. So, dann sprechen wir mal mit Alyssa. Mit ihr haben wir uns ja gestern dann zuletzt auch ganz gut verstanden. Immature assholes. Sorry, Max. I'm not feeling social right now. Oh, sie ist aber auch immer launisch, Girl, ey. Alles klar. One quick rewind and I could stop. Warum liegt hier immer Toilettenpapier? Oh! Hier ist was mit dem Toilettenpapier passiert, aber was? Ich sehe nicht was. Irgendwer. Hä? Au! Oh, okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Also warne ich sie jetzt wieder vorher, ne? Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Ich hab's, Leute. So langsam habe ich's raus. Thank you, Max. Lana, du hast noch nicht viel verpasst. Wir hatten Anfangsschwierigkeiten. Yay! Alyssa, hast du Bock, mit uns zu reden? Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Yes. Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Looper habe ich gesehen. Looper was very cool. Vortex Club are such pigs. Seriously, I'm glad I pissed them off. Also Zurück in die Zukunft habe ich auch gesehen, aber like Looper war richtig cool. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Hat sie gerade gesagt, ich könnte Brooke eifersüchtig machen im Hinblick auf Warren? Oh, jetzt habe ich das noch nicht wieder weggemacht. Das müssen wir noch schnell machen. Okay. Dann können wir jetzt hier nichts mehr machen. Da sind die Duschen, meine ich. Ah, wir gucken erstmal noch ganz kurz, ob wir hier mit den Bitches reden können. Ah, nee. Juliet war ja eigentlich. Hallo, Juliet. Hey, nur ein bisschen Max, überfordert mit der Situation. Video, yeah? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt, Leute? Ich habe nicht hingeguckt. Nee, das Spiel ist nicht gruselig. Ob du Kates Video gesehen hast? Oh mein Gott. Nein. Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Oh my God, bitch. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary said. Ja, echt, ey, Juliet ist so dumm einfach. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Ich hasse solche Menschen. Zachary. What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Weise Entscheidung. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Und Brooke? Ach, das ist sie mit der Drohne. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Ja, keine Ahnung. Hast du den Schnee gesehen? Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Später. I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around.
Sollten wir nochmal... Excuse me, I'm texting Zach. Okay. Stella. Und wer wohnt hier? Taylor. Ach, das sind die Freundinnen von Victoria, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum ich da klopfen sollte, aber... Taylor is no doubt being led around by Victoria. Du kannst das Video auf Juliets Handy sehen, aber ich will nicht, ob ich das... Ich will nicht wissen, ob ich... Ach so, ich kann jetzt einfach so drauf gucken. Mann. Ich erkenne da gar nichts. Ansehen also mit... Ach so. Juliet has no clue how much this is hurting Kate. Ja, aber so mehr kann ich nicht Juliet machen. Has no clue how much this is hurting Kate. Naja, ich will das auch gar nicht sehen eigentlich. So, von wem war das nochmal? Von Juliet, glaube ich. Nee, von Dana. Genau. Was geht ab bei dir so? Same. Hi, Dana. How are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Ach ja, sie ist ja schwanger gewesen. Wie geht's dir? Are you? I'm not trying to get into your business. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Was sagt ihr, Leute? Also eigentlich ist sie ja nicht so Team Party, aber sie möchte ja gerne sich mehr in der Stadt etablieren und neue Freunde finden und so. Deswegen eigentlich eher schon, oder? Ja. Ja, okay. Warum nicht? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Anti-Baby-Pille. Sie guckt das an. Dafür ist jetzt irgendwie auch schon zu spät. Okay, haben wir noch Schminke? Bin ich aber irgendwie... Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Okay, Laptop benutzen wir mal wieder nicht, ne? Rollschuhe. Nice! Rollerblades. Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Dana takes her Blackwell spirit seriously. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween. Ich hasse Halloween. Ich hasse Halloween, Leute. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Hi, Yeti. Spricht man das aus? Hörst du eigentlich nur mit dem Englisch zu oder liest du auch auf das Deutsch beides? Trevor is making himself comfortable. Hope they don't get busted. Also... This is both sad and pathetic. Das ist das, was sie gestern bekommen hat. Das hatten wir schon gelesen. Ich weiß immer nicht, also das habe ich gestern ja auch schon gesagt, hat das Einfluss, wenn ich die Laptops benutze? Hat das immer Einfluss? Also wird meine Beziehung dann irgendwie negativ beeinflusst mit den Leuten? Kommt drauf an. Ja, ich meine jetzt so bei wie bei David, klar, das war was anderes, aber jetzt so bei denen im Zimmer. Also, ja, war richtig. Okay, sehr gut. Yeti. Stehen oft Hinweise drin. Okay, gut, dann machen wir das auch.
Kannst du noch bei Stella an die Tür klopfen? Wir klopfen an alle, auf jeden Fall, bevor wir duschen gehen. What will be left of them? Don't say that out loud, dork. Sie hat ganz schön viele Subscriber. Beziehungsstatus in einer Beziehung. Happy, happy, joy, joy. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Kommt raus, ihr Vampire Blackwells. Es ist meine liebste Zeit des Jahres vom Schulball und den Spielen. Da bin ich kurz mal tödliche Souls. Stellt euch vor, wie hier. Director Wells lässt uns im Rahmen des guten Geschmacks und der Sicherheitsvorschriften freie Hand bei der Dekoration der Flure und Sporthalle. Die Schüler sollen sich auf den Weg zum Unterricht zu Tode fürchten. Wir haben alle massig Hausaufgaben. Lasst uns trotzdem ein unvergessliches Halloween organisieren. Das Deko-Komitee trifft sich am nächsten Mittwoch, den 10. Oktober um 15.30 Uhr in der Sporthalle. Also genug Zeit, keine Ausreden fürs Nicht-Auftauchen zu finden. Wenn ihr nicht auftaucht, holen euch die Ghule. Lasst die Monster, bla bla bla. Okay. Like I could pull this look off. Wow. Hello, Victoria. Okay. Können wir Teil davon werden? Let's talk later, Max. Okay. Ich möchte gerne mitdekorieren. Okay, bei Juliet. Ja, sie stand eben noch davor. Juliet is next to me in the hall, not her room. Okay. Hatten wir bei Taylor geklopft? Ich glaube, wir hatten schon. Ja, wir haben Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Wessen Zimmer hatte ich jetzt noch nicht angeklopft? Stella? Ach, da vorne. Da steht ja einfach Mörder vorne drauf auf dem Dings. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wer Stella ist. Ah ja, okay, sie ist clearly not a morning person. Sie ist ich. Ich gehe jetzt erstmal duschen, Leute. Kate. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. After my shower, I'll bring her book back, and that'll be a good excuse for us to chat. Okay. Maybe just talking with a friend will help her feel better? Yeah. Rachel is a whore. Das bedeutet, Rachel ist eine Hure. Out of order. Okay, da müssen wir wohl diese... Oh, da ist noch jemand duschen. Hallo? Guten Tag. FBI, open up. Otter power? I'm so not there. Okay, das haben wir gestern auch schon gesehen. Tampon. I'm good to flow. Thanks. Ew. Ew! Sie hat einfach gesagt, ich lasse es lieber laufen. Ist sie schwanger, also Stella, oder war das die Zahnbürste? Nee, das war die Zahnbürste. Schwanger war Dana. Okay, ich gehe jetzt mal duschen. In die Binde, ja, I know. Das hört sich trotzdem eklig an. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework.
Victoria, die hat doch eben noch gesagt, sie guckt sich das nicht mehr an. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boohoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Kann die mal ihre Fresse halten, looks ganz like ehrlich. It. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. But you are such an evil biatch. Yeah. I love it. Ich nicht. Okay, den werden wir definitiv wegwischen. I better get dressed than go give back Kate's book. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Boy. Ich krieg echt zu viel. Hello? Water? Sorry. I forgot. Wer ist da duschen? Ich möchte wissen, wer da duschen ist. Oops. I forgot about the water pressure. Oops. I forgot about the water pressure. Hallo! Okay, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles hier erledigt. Und dann werde ich jetzt ganz schnell ins Zimmer gehen und für Kate das Buch holen. Jana, vielen Dank für 2 Monate. Hi Nina, hi Jana. Für dich geknutscht. Wir sind schon wieder über 1000. Oh mein Gott, Leute, ihr seid so großartig. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I Niemand still legt have to clean sich mit mir an, Bitch, steht da. After I find Kate's book. Oh mein Gott, meint ihr, das war Victoria? Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Alter. Ist das ein Ziegenkopf? Oder Nathan, stimmt. Stimmt, Nathan. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Okay, wo ist denn dieses Buch, was wir... My desk is a pigsty, but... I know it ain't there. Oh mein Gott, bitte lass das Buch hier irgendwo sein. Ich will unbedingt zu Kate. And nothing here. Ich habe nämlich ein bisschen Angst. Ist das? No! She just spilled soda on Kate's book. Okay, okay, zurückspulen, zurückspulen, zurückspulen. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Okay, Limo wegstellen. Be gone, foul soft drink. Und dann nehmen wir Aha, das you sneaky book. You're mine. Warum Angst wegen Kate? Okay. Und sonst war hier aber nichts. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Das habe ich ja schon gesehen. Oder hat Nathan sonst noch irgendwas hinterlassen? Was ist das?
Kann ich nicht angucken. Okay. Dann gehe ich jetzt ganz schnell zu Kate. Ah, ich kann mich noch anziehen. Okay. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. Sie and immer mit ihrer Tasche. Okay, dann jetzt auf zu Kate. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Alter. Oh shit. Now I'm getting anonymous. Anonyme Drohung. Ja, ist ja unglaublich anonym. Wer könnte das nur gewesen sein? But it could be anybody. I better be doubly careful around here or I could be in serious danger. If I'm not. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Das ist das erste Mal, dass wir Kates Zimmer sehen, oder? Oh, sie hat eine Violine. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells bezüglich eines Partyvideos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wow, was für eine gute Familie! Wir beten für dich und ich... Oh, okay, die sind sehr gläubig. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Wow. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Okay, sie hat ja auch eine Bibel. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Damn, it's the all-American zombie family. Oh, wow. Save, not sorry, you have a choice. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Okay. Oder ihr wurde auch was eingeflößt, eventuell. Hat da jemand drüber nachgedacht? Kate isn't that gloomy. Until lately. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Kate really has a doting father. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended not. Katie, you will always be my brightest light against the dark. Oh. Oh my God. Das ist so süß. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Ach nee. Das ist die mit der Drohne, ne? That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Oh my God. Ist das ein echtes Kaninchen? That is the cutest bunny ever. Und absolut nicht artgerecht, Leute. Wehe, ihr haltet euch so ein Kaninchen. Jana, vielen Dank für dein verschenktes Sub an Dark Ain. Herzlich willkommen im Universum. Die mit der Drohne war doch Brooke. Oh, ja, stimmt. Kennen wir die da noch nicht, die da links auf dem Foto war? Das ist Stella, die geschlafen hat, glaube ich. Okay.
Ouch. She left out Amnation. Liebe Kate, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können, wie die Hure Jezebel, ich bin nicht so besonnen, was die Bibel angeht, zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsh. Oh mein Gott. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Vor allem jetzt vergleicht mal das Bild, was sie eben hatte, mit dem. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Oh, das sind ihre Schwestern, ne? Okay, Jalousie. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Bibel. Okay, dann sprechen wir sie jetzt mal an. Poor Kate. She doesn't look good. Hey, Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Ich hasse diese Idioten. Ich hatte keine Wahl. I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Oh my God, yeah. Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Ich frag erstmal, warum. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Klingt nicht nach dir. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine. Ich wusste es. And then I drank wine. Ich wusste es. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Oh my God, dieser Wichser. Entschuldigung. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. Natürlich. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Oh my God. Ich will jetzt gar nicht zu Chloe gehen.
Jesus, this is intense. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Ja. Ja. Oder? Oh mein Gott. Don't do this to me. Also in Serien regt mich das immer richtig auf, wenn die nicht zur Polizei gehen. Aber ich weiß, dass wenn sie jetzt zur Polizei geht, dann sagen die, sie haben keine Beweise. Und dann glauben sie ihr nicht. Deswegen sage ich jetzt, dass sie nach Beweisen suchen soll. Ich hoffe, das ist kein Fehler. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops will look at this. Das ist so ein scheiß System einfach, so ein Drecksystem. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Kate, ich umarm dich, okay? Auch wenn du es gerade nicht spürst. Stoff. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Spul zurück, aber... Was würde das bringen, wenn ich zurückspule? Weil ich will ja, also ich sehe das ja immer noch so, dass sie nicht zur Polizei gehen soll, sondern halt erstmal Beweise sammeln muss. Ja, ich würde es auch so lassen. Ich habe mir die Bibel doch angeschaut und ich habe mir auch die Sprüche darin angeschaut. Ich weiß, was sie geschrieben hat. Max, Essen, to Wales, seh dich da, brich dir beim Texten keinen Finger, hurra, Frühstück, keine Emojis. Okay. Müssen wir nochmal zurück in mein Zimmer oder so? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich bin ja umgezogen. Oder kann ich die jetzt wegmachen oder so? Oh shit. Nathan's revenge. Nee. Even Chloe told me not to go to the principal. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg zu Chloe, damit sie sich nicht noch mehr über mich abfuckt. I don't have time, Max. Okay. I can't talk now. Warum seid ihr eigentlich alle so nett zu mir? Ich möchte jetzt nochmal bei Stella ins Zimmer klopfen. Go away. Okay, immer noch? Clearly not a morning person. Okay. Ich habe die Karte noch gar nicht angeguckt, that big, ne? But it sure feels like a labyrinth. Mülleimer. Samuel truly is a weirdo. But he is great at cleaning. Ich liebe Samuel. Sitzt das Samuel? Erstmal den Vogel fotografieren. The birds are flocking around Samuel. Ah, there's Samuel, up early,
Already communing with the critters. Hey, Samuel. You're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. Okay. What animals do you see in the forest? Eigentlich können wir ihm ja von dem Reh erzählen. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Kann ich dich bitte auch umarmen, Samuel? Ich möchte so viele Charaktere umarmen, Leute. Ich finde die alle so süß. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. Also ganz toll hast du das gemacht, Samuel. Sieht Hammer aus. Okay, wir joggen hier einmal eine Runde rum. Ob wir hier hinten noch irgendwas... Samuel really should keep this locked. It's a waiting accident. And too easy to sneak into. Bitte lass die Axt nicht später weg sein. Krafttier ist so eine blöde Übersetzung für Spirit Animal. Ey Leute, ich habe gerade überlegt, was meint er denn mit Krafttier? Also ich habe mir schon gedacht, dass er Spirit Animal meint, aber es soll... Oh mein Gott. Also ich habe nur gelesen, ich habe nicht zugehört. Richtige Harry Potter Vibes, ja, so ein bisschen, ne? Epatronus. I've never seen Samuel wearing shades. And what's with this other crap? Mhm. I can see that Samuel's concerned, but does he need a poster? How did Samuel get photos of Rachel posing? Ist da oben... Ist da ein Bikini-Foto von ihr? Bedeutet diese Sprechblase, dass ich jetzt nochmal mit ihm reden kann? Hello again, Samuel. Hello again yourself, Max. Okay. Langsam raff ich's. Sorry to pry, Samuel, but why are there photos of Rachel Amber in your shed? I'm curious about her. Sorry to pry, she says while prying. Now everybody wants to know about her. Du kanntest sie? So did you know her? Like I told the police. She was a good egg. And she gave me those photos. Oh, you talked to the police? Warum sollte sie das tun? Rachel wanted to be a model. Yeah. She gave out headshots like squirrels chasing food. Keep on prying, Max. Sounds like you have a lot of time on your hands. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Okay, aber sonst habe ich da hinten jetzt alles rausgesucht, oder? Also angeschaut. Ja. Okay. Saß da hinten noch jemand? Oh ja. Hi, Girl. Sie will eh nicht mit mir reden, safe. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Wow. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. So eine Bitch-Truppe. Aber da ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack creepy talk, oder süß, ich weiß es auch noch nicht, Leute. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Wir reden erstmal über Victoria. Why do you hang out with Victoria?
She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. An dem Baum steht, Rachel owes me money, pay up, bitch. Rachel schuldet mir Geld, bezahl endlich, bitch. Herrische beste Freundin. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. Oh. We've had our talk. Ja, ich glaube, wir spulen lieber zurück. Hi, Taylor. Huh? I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Im einen Moment sind die immer so voll nett und im anderen Moment sind die dann wieder so voll die Bitches. Hi again, Taylor. Hey, that wasn't such a bad talk. We should do it again. Wieder alles richtig gemacht, Leute. Wieder alles richtig gemacht. Okay. Bye, girl. Sonst ist sie X, ne? Oh mein Gott. Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht sollte ich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin Blackwells, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte höfliche Warnung. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir ihn nicht dann den Direktor verpetzt hätten. Wer ist da? Oh, Max, Warren! Hi! Ja, hi. Ich bin schon da. Warren, what are you doing here? Hat er ein Katzen-T-Shirt an? Nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Zeig mir dein T-Shirt. Das war einfach nur richtig. Das ist Absicht im Spiel, dass kein Charakter nur ein Gesicht hat, ist ja auch wie im echten Leben. Ja, aber die sind schon teilweise ein bisschen ambivalent, Leute. In der Gruppe wahrscheinlich mehr Bitch, weil Victoria dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, Danke. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. Oh, wir haben dich einfach liegen lassen, aber gar kein Problem. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? An old friend. Können wir ihm die Wahrheit sagen? Chloe Price. Er ist ja ein guter Freund. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Ich glaube, wir lassen ihn da lieber raus, weil sonst wird er dann nur auch noch mit reingezogen. Wahrscheinlich wird er das nicht so gut finden, aber für ihn persönlich ist es, glaube ich, das Beste. He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Yeah. Oh, ist das zeitgleich mit der Party? Ich möchte mit ihm ins Kino gehen. Aber ich kann das ja nicht gleichzeitig machen. Ich liebe dich, Warren. Yes, that's exactly what I need. Oh nein! Those old school ape films. Gehen wir da, sollen wir da jetzt hin? Oh, that was easier than I thought. Cool. Oh nee, ich texte die Apes. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. I have to tell Brooke I'm going with you to the movies instead. Oh nein. I'll text you later.
Oh nein. Okay, egal. Wir gehen jetzt also zu Chloe. Du machst Brooke wahrscheinlich eifersüchtig. Ja, glaube ich auch. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Das hört sich wirklich an wie Tom Rosenthal, ne? Voll schön. Oh no, schläft sie ein? Try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Hi. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Mm-hmm. Waiting for the bus so I can cash it in. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Ich bin gerade ausgestiegen. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Okay. Spät dran, schnapp dir den Tisch im Diner. Mama füttert dich. Das hoffe ich, vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Ich frage mich, ob diese Sachen, wenn ich mit den Leuten hier rede, auch Einfluss darauf haben. Save our city. Look at all these flyers. And the man may draw it. It's so sad that nobody will read them. Erhaltet das Herzblut von Arcadia Bay, rettet die Bucht, beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Kann ich eine Petition unterschreiben? Ich bin am Start. He looks like a photo of the classic. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Also für Fischen bin ich auch nicht. Has the town changed much? By Neptune's beard it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. Um,
You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat. Until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Ken Zizi? Do you know them? Do good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Okay. Okay, also die Prescotts regieren anscheinend hier so ziemlich über die ganze Stadt. Sehr gut, dass wir uns mit dem Sohn anlegen. Ist das der Dings, den wir gestern auf dem Schulplatz hatten? Yes, it is. Obviously nobody took my advice. Sie denkt sich auch so, ist ja total egal, ne? Dass es zufällig genau der gleiche ist. Hallo, was, warum kann ich das eins? There's that dirty RV from the other day. Den, oh! Stop. Hallo, stop. Kann ich dich streicheln? There's something creepy about that guy and his dog. Aber ich möchte den Hund streicheln. Ich darf nicht. Na, solange nur Barsche gefangen werden, ist alles gut. Das stimmt. Okay, das wird wohl nichts. Können wir auf der anderen Seite lang gehen? Nein, leider nicht. Okay. Dann würde ich sagen... Oder kann ich hier noch über die Straße gehen? Kann ich diese Dame ansprechen? Warum stampft sie denn so? Nee, kann ich nicht. Okay. Hier. Ah, den Mann kann ich bestimmt noch ansprechen. We are open. Bacon and Eggs. Dann lesen wir erstmal die Zeitung. The Independent. I wonder if they explained that snow. Snow? Well, that's a good start to the story. Wetterdienste vom Schnee überrumpelt. In einem seltenen Eingeständnis hat der nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Okay, dann sprechen wir mal den Herren noch an. Newspapers are going to be retro soon. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds. leben Sie schon lange How long have you lived here? Long enough to know that Arcadia Bay will be a ghost town in a few years. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. Pipi-Pause. Ja, ich muss auch Pipi. Wir machen mal eben hier das Gespräch noch zu Ende. Rachel Amber? You mean Rachel Amber? Well, I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Hallo! I don't want to go that way. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann aber weit gehen. Poor woman. I hope it's a shelter for her. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Wer ist denn nochmal Joyce Price? Wer war nochmal Joyce? Chloe's Mom.
Und warum sollte sie nach der Frage... Ach so, sie arbeitet in dem Diner. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, wir fragen aber nach den Prescott. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead. Like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Gut zu hören. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. David Madsen. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work. Out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Okay. Okay, okay, okay. Also ist anscheinend hier ja nicht so eine geile Stadt, ne? Ich gucke jetzt noch kurz hier nach und bevor wir ins Diner gehen, machen wir da eine kurze Pipi-Pause. Da kommt die Feuerwehr. Oder Polizei. Die sind so laut in Amerika, ey. Das fuckt mich immer so ab. Okay, hier kann man nichts machen. Foto. Achso, ich kann von einem Hund ein Foto machen. Oh. Da oben ist der arme Käfighase und ein Käfighund. Gut. Dann machen wir jetzt eine kurze Pipi-Pause, bevor es weitergeht. Also, wenn ihr Pipi müsst oder euch was zu trinken holen wollt, dann jetzt. Let's go! Hallo. Hm.
So. Seid ihr alle gut zurückgekehrt? Wo habe ich denn hier meine Kopfhörer drin gehabt? Ah, Schokolade. Ich nehme mal kurz hier ein paar Nudeln. Da hinten war nichts, ne? Nope, I don't want to go okay. there. Kannst du noch mal mit der Frau reden? Ich habe doch mit der geredet. Oder kann ich was zurückspulen? Egal, wir gehen jetzt rein. The smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Wie sieht er aus wie 13? Good lord. Talk about apocalyptic. Willkommen in Pan Estates. Prescott Development lädt sie ein, in den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer und Leuchtturm werden bald ihren Lebensstil verändern. Wow. Now that brings back memories. Chloe and I loved the parade. Ein Halloween-Bazaar. Darf ich ihn boxen? Das ist er von gestern mit dem Skateboard. Justin is such a mellow dude. Nee. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Oh, cool. You taking photos? Boah, der ist so ein Arsch. Das tue ich. I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked. It's all laugh at cool. anything. Cool, Max. Justin. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Max. Der Brief, der bei Dana auf dem Schrank lag, da stand Logan drunter. Und sie hat aber heute Morgen ja auch von Trevor geredet. Und gestern hat sie doch auch gesagt, dass sie den Kindesvater am Spielfeldrand beim Football sehen kann. Und da ging es ja dann auch um Logan, oder? Sehe ich das falsch? Also das ist äußerst. Können wir mit ihm auch noch reden? Hey Trevor. Hallo Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Wann haben wir ihn denn in Danas Zimmer gesehen? Au. Oh. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Okay. Yeah, and ah, yeah, I had to tell Justin because, well, he was into her too. Oh. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Wow. Nee. Maybe noch nicht hinsetzen. That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. Musik!
Gitarre. Ich höre das gar nicht so. Forgot about the fishing wall of fame. Oh, Lena. Everything. Same. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Total romantisch. Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Wow, die sind alle so nett zu mir. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Oh. Like you. Oh. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. Yeah, and you want us in. That's why I worship her every move. Good. Hast du das gehört? I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Hab voll die Riverdale Vibes, ja, wegen des Diners, ne? I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. Okay, ich auch nicht. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over now. Ew, that guy looks unpleasant. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Wow, ich liebe diese Stadt, Leute. You'd never know how weird this town is by these postcards. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Kate Marsh, loved you long time. Flush before pissing on floor. Wow. That graffiti has been here forever. I aim to misbehave. Uh-huh. Oh, ein Rachel graffiti. Gross. Rachel Amber owes me a blowjob. So does your mom. Wow. Fire walk with me. Wetten, da ist jetzt wieder kein Blitz. Wetten? Lüge. Eine erneute Lüge, Leute. Wir haben eine erneute Lüge aufgedeckt. Lüge, Lüge, Lüge. Das gibt eine Rüge. Was? Da ist eine Lüge. Ey, ein Reh. Unser Spirit Animal. Arcadia Gay Sucks Deck. Thank you, Redneck okay. Poet. Okay, gut. Dann hätten wir das hier auch erledigt. Komische Frau. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Richtige oh, yeah, Karen. It's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Mhm. Merke mir nicht mal. Oh ja, yeah. Hello again. Back to breakfast, eh? Kann mir wer sagen, wieso Lüge? Weil sie gestern auch schon mal ein Bild in den Spiegel gemacht hat mit Blitz und der Blitz war nicht auf dem Foto zu sehen. Also, Lüge. Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs.
Okay, die sind alle sehr unzufrieden in dieser Stadt. Ja, mit dem kann ich auch reden. Hi, young lady. You look a little lost. Bin nur hungrig. Just hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Whales. I can never decide. Joyce's pumpkin pie, mac and cheese. Mac and cheese. David. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Just curious. I'm surprised he's not a police officer in Arcadia Bay. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Er hört sich ja nicht so begeistert von David an. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard she even just got busted with pot in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, what? David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? Sie kommt ja gleich dahin. Dann sieht er das ja. I know her. Then you know she's a handful. Nein. No, I think she's just had some bad luck. You have to create your own good luck. I think Chloe would rather destroy. But I'm just a cop, not a psychologist, so. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. Okay. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Mm-hmm. Können wir jetzt auch mit Joyce reden? Nee, ne? Nee, da müssen wir uns jetzt hinsetzen. Aber dann kommt sie bestimmt. And there she is. A lovely young woman. Aww. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Oh, Max. No safe, kid. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday smoking out. Again. I know. Chloe told me that her stepfather hit her. I am sorry that was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms, not Chloe's. Das brauche ich nicht. He's a good man. He ich glaube just... nicht. Yeah, I'm sure he is since you married him, but don't be so harsh on Chloe. It's good you're yeah, here. Yeah, this is Chloe's mom. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe? Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet.
Chloe versteht. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Only Ray. Though she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. I mean, why? What did Chloe tell you? Well, Chloe texted me that David slapped her yesterday. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. And he will be punished. Okay. But Chloe does push David, and it's not fair. Oh mein Gott, was eine Scheißmutter. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Genau. That's no excuse to hit a girl. He's an adult. I don't like it either, Max. David swore it would never happen again. He's true to his word. I just want us to be a family soon. I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Waffeln. The last good Belgian waffle I had was here when I was 13 years old. So, bring it on. Now finish your coffee. Joyce ist keine Scheißmom, sie ist nur überfordert. Ja, aber meiner Meinung nach, wenn dein Mann deine Tochter schlägt, solltest du deinen Mann nicht in Schutz nehmen, sondern deine Tochter. Und in der Hinsicht ist sie dann eine Scheißmutter. I love the delicious anticipation of breakfast. Ich möchte die Speisekarte ansehen. The only thing that's changed on the menu are the prices. Ich möchte gerne Hash Browns. Und eine Waffel. Und Pancakes. Alles klar, vielen Dank. Graffiti. Nerd Graffiti. Warren must have been here. Ich kann trinken. Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not this is like fourth dimensional deja vu. I keep going like back in time. Stick with the bacon. Naja, Chloe ist ihrerseits auch nicht gerade nett zu David, auch wenn er ziemlich scheiße ist. Ja, und das gibt ihm den Grund, sie zu schlagen, oder was? Also finde ich jetzt nicht so. What kind of dive is this? Incoming. I can hear your stomach rumbling from here. Meine Waffeln. Here, you'll love this. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe. Naja. Naja. Speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. No, you're not. This is my treat. To you. For coming back to rescue my daughter. Nobody needs to rescue me. Unless you set your room on fire smoking out. Oh god, here it comes. Didn't you and Sergeant Pepper already read me the riot act last night? Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon. Max, einfach ich. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Ey, das war ich. Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see. Okay, Max. Impress me. Ja, jetzt weiß ich es ja noch nicht. Sie soll das ja erst rausholen. Ich sag einfach Schlüssel. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain.
Chad. A skull keychain for a punk like you. That was so wrong, Max. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Okay, und dann kann ich zurückspulen. Okay, that Geld, was Zigaretten. Beyond epic fail. You even made me want to believe you. Okay, Max. Study every item Schlüssel carefully ans, and don't forget Schlüssel mit anything. Panda-Anhänger, Zigaretten, Geld und ein Parking-Ticket. Schlüssel, an, Schlüssel mit Anhänger, Geld, Zigaretten und Parking-Ticket. This is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max, I'm hella ready. Also, einmal Zigaretten. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Was? keine Ahnung. Sieben? Seven cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Geld? Some oh, ich weiß nicht, wie clearly viel. I'm rich as fuck. How much do I have? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. 82 Cent. 82 cents. I wish. Okay, oh Mann! Okay. That was beyond epic. Jetzt nochmal genau angucken. Sie will Details. Also. Okay, Max. Ein Schlüssel mit einem Panda-Anhänger. Sieben Zigaretten. Oh, ich kenne die Pennies doch nicht. 25. 50. Das sind 5 Cent. Also 75. Plus 5 sind 80. Das war 81, 82, 83, 84, 85, 86 Cent. 86 Cent. Und out of Parking Bay um 10.34 Uhr am 21.09. Okay. This is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max, I'm hella ready. Zigaretten. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Sieben. Seven cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Wieso 25? Das waren doch nicht 25 Cent. Ein Quarter ist doch, sind doch 25, oder nicht? Oder irre ich mich? Sind, ist ein Quarter nicht 25? Die roten sind ein Cent, ja. Und ein Quarter sind doch 25. Das sind 86 Cent, ja. Quarter ist 15. Nein, Quarter ist ein Viertel und ein Viertel sind 25. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich will die Antwort. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? 86 Cent. 86 cents. That's right. Living large in Arcadia Bay. So that was cool. Show me more. Schlüssel. Your car keys. Mit einem Panda. Way too easy. I need details. Panda. Describe my keychain. Panda. Panda. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Strafzettel. A parking ticket. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, you know was sie well. Da wissen will. But what is the exact time I oh was mein busted? Gott. Ten thirty-four a.m. Booyah! Max can tell time. Yay!
ice balls. I've literally just got chills all over my neck. Go ahead. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. Okay. I will predict the future. No way! Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe with your mad power. Oh no! Oops. Did okay. you break Coffee? Another cup? Really? Good. No also big deal for you. Shh! Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick! Don't slap me, bitch! Take your fight club outside. He started it. Okay. I'm finishing it. Die wollen sich prügeln. Die Frau geht auf Toilette. Die Musik ändert sich. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Okay. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Aww. Also, der Trucker lässt seine Tasse fallen. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Der Partner von dem Polizist fährt davon. The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Und Joyce schlägt sie, Joyce feuert sie an. Nee, sie sagt, sie soll es draußen machen, also Joyce beendet es, ne? Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Die Jukebox dreht durch. Als eine Kakerlake drüber krabbelt. Ja, keine Ahnung, war das... Das weiß ich jetzt nicht mehr. Leute, könnt ihr mir kurz die Antwort sagen? Kakerlake? Okay. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Ja, die Episode kommt auch auf YouTube. Oops. Did you break another cup? Oh, wait really? To go, Mom. No refill for you. Na, ich hab doch drum gefragt. Und now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. He's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He okay. started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. Kakalaka, yay! On the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow?
Hey, are you okay? No. Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Ihr habt dich aufgegessen. Da ist noch so viel Essen auf dem Teller. Kann ich mich noch mal hinsetzen und das Essen noch aufessen? Anscheinend nicht. Sad times. Habe ich angeguckt. Das habe ich angeguckt. Hier war nichts mehr drauf hin. Da oben ist noch ein Foto. Das habe ich, glaube ich, nicht angeguckt, oder? Whoa, Ken Kesey with Joyce? Oh. That's so perfect. I don't know who he is. Stranger Things vibes, stimmt. I think I'm ready for thirds. But you only on your first. My stomach plans ahead. Your stomach is stocking up for winter. I'd love to lecture you over coffee, but I prefer to drink in silence and solitude. Okay. Leave me alone, or I will. Ew. Kaugummiautomat. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Why does that so not sound fun? Erkunden Sie Arcadia Bay richtig, entdecken Sie die aufregende Geschichte der Hochsee, reisen Sie sicher und bequem, vollständig ausgestattete Touren. Okay, aha, interessant. Was gibt's hier? This guy has serious cojones. Heuern Sie die Seereise an, Sie haben ihn im Fernsehen gesehen. Ortsansässige und Ihre Gruppe mit auf eine dreistündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens wieder das Ökosystem, sondern wird auch helfen, einen eigenen Fisch zu fangen. Aha! Und was war hier noch? I might make Chloe check this out with me. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bays mit den angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Blöde. Schließen Sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägliche Wanderung zu den Orten an, an denen eine Sichtung des Bigfoot am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und Sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoot mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Aha! Aha! The poster doesn't mention whacked students with guns. Internationale Kompetenz in Kunst. Okay. Alright, okay. Still morning. Thank you. No. Let's talk later when I'm not so high. Okay. See you around, Max. Okay. Na gut. Okay, Supergirl. Let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and... Aber wenn es Kate ist? Come on, before Mom starts some more shit. Let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Ich gehe sowas von ran. Ich gehe sowas von ran. Ist mir egal, wenn Chloe sauer ist. I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. Yeah. I've got other people to hang out with too. Hey Kate, what's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate, I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. Hi, Mina. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill Boah, with Kate, als ob das jetzt please. So schlimm war. Ich hasse so ein Rumgezicke. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Let's rock. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Riesenfan von Chloe, ne? Chloe and Joyce got into Bisher, an argument. Zumindest. Ist das der Trucker Boy? Der Vanboy? Nee, wir machen nicht schon wieder eine Pipi-Pause. Hey, Bums!
this a race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be, like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Hat sie die Waffe now, von find us 5 bottles, Stiefvater? Pretty please. Die fehlte? Ew. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? I don't want to go that way. Okay. Eat shit and live. Thanks for the tip. Vögelchen! Oh. Ist denn was passiert? Nee. Das ist ein Lagerfeuer. I'm sure this is a popular party pit. Hello, bottle number 1. Muss ich das jetzt wieder zurückspulen, damit ich wieder da raus kann? Habe ich die Flasche denn? Ja. Oh! Hä? Als ob das jetzt nicht runterfällt. Naja. I don't want to go that way. Ja, ich wollte ja nur gucken. Ich wollte nur gucken. Nur looky looky machen. Boom. Only 3 bottles left. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Oh no. Ist der Vater bei einem Autounfall gestorben? Bitte nicht im Chat beantworten, wenn ihr das wisst. Woher kommt das Looky Looky? Meine Mutter sagt das auch immer. Meine auch, Finja! Deswegen sage ich das auch, weil meine Mutter das immer sagt. Oh Mann. Warren. Hier. Wir lassen so den Affen raus. Newburgh ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 los. Ich fahre aber sowas von in deiner neuen Karre. Müssen Popcorn fürs Auto, Kino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo was essen gehen oder was anderes. Egal, lass den Affen los. Zu spät. Okay. Wow, sir. That looks exactly like the same doe from my tornado vision. Wo sieht denn die ein Reh?
Wurde das überfahren? Bin ich dumm? Wo ist denn hier? Das ist gleich auf der Wiese. Ich sehe kein Reh. Ach da! That doe is the okay. Perfect photo op. Ja, man kann immer so nah an Rehe dran gehen. Das ist ja durchsichtig. Wetten, das sieht man jetzt nicht auf dem Bild? Ich wusste es. Man sieht es nicht. Because it is not echt. Können wir dem hinterher rennen? Stay with me. Okay. This was an old school punk shirt. Cool. Eine Waschmaschine. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Das sind auch auf jeden Fall Dinge, die ich mir so überlege, wenn ich eine alte Waschmaschine sehe. Also. Eine alte Kamera. Beyond repair. Rest in peace. Rest in peace. Ein Boot. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Schulbus. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Das ist ein Schmetterling. I knew it. I knew it. Muss ich zurückspulen? Aber was muss ich vorher machen, damit das nicht... Ah, die Kiste. Die Kiste. Where to find bottles? Maybe in an old refrigerator. Sehr gut. Okay, drei Flaschen habe ich und ich habe vorhin noch eine gesehen, die habe ich noch nicht. Talk about finding a bottle in a haystack. No way. I totally remember going there when I was a kid. I loved the hush puppies. Hush puppies. Now the sign is just Arcadia Bay junk. I don't want to go that way. Ja, sehr gut. Die brauchen die Flaschen, weil die damit schießen. Also die wollen darauf schießen, wenn ich es richtig verstanden habe. Hier war irgendwo auch noch eine Flasche. Hier sind auf jeden Fall Geschosshülsen. Those shells look fresh. Hm. Ah, hier kann ich hoch. Okay, und hier war irgendwas mit der Brücke, genau. Way heavier than I thought. Ugh. War nicht in der Vorschau Kate, nicht Kate,
Chloe auf den Gleisen und da kam ein Zug. Oh oh. One more bottle to go. Okay. Kate hat geschrieben. Max, entschuldige, dass ich dich mit meiner Bitte um Rat nicht so schnell Rat belästigt habe. Ich sollte nichts tun, außer die Welt mein Video genießen zu lassen. Kate, so habe ich das nicht gemeint. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Dafür ist es wohl zu spät. Trotzdem danke, dass du vorhin dran gegangen bist. Ich habe eine Freundin gebraucht und du warst da. Ich bin auf deiner Seite. Danke, bis dann. Okay, Leute, wir haben das Richtige getan. Wir haben das Richtige getan, Leute. So. Ein Stuhl. Erstmal hinsetzen. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Ich liebe diese Sequenzen, wenn sie irgendwo sitzt. Okay, da runter kann man nicht. Football liegt da hinten. The Bigfoots were here. That shed might have some old bottles in there. Oh. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. Wow. I bet I can find out more about Rachel here. Ein Armband. That kind of hurts. Zwei. Schminkkoffer. I can't see Chloe playing with makeup. Da ist noch eine Flasche. Ein Mixtape. Rachel songs. Oh. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Sind das Pornozeitschriften? Now, what's up with this weird secret relationship? Sounds like Rachel was confused about it, maybe even ashamed. I wish she named names. I better not show this to Chloe or she will be seriously hurt. Sie, du kannst sehen, wie sehr ich möchte, dass du diesen Brief liest, was? Achso, du kannst sehen, wie sehr ich möchte, dass du diesen Brief liest, weil ich es so lange rauszögere, ihn dir zu geben. Vielleicht möchte ich auch, dass du ihn findest, wenn ich nicht in der Nähe bin, damit wir nie darüber reden müssen. Und ich will nicht, dass du mich hasst. Wo soll ich anfangen? Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der ganz anders als die öden Snobs des Vortex-Clubs sind. Ich weiß, du drehst durch, wenn ich es dir sage, und du wirst ihn abstoßend finden, aber ich schwöre, er ist weise und unkonventionell. Etwas furchteinflößend, aber kein böser Junge, ich weiß wer. Er hat bloß echt üblen Scheiß mitgemacht. Ja, ich bin ein wenig besessen. Ich mache dir keinen Vorwurf, wenn du durchdrehst. Vielleicht weiß ich, dass du recht hast. Und es muss mein Geheimnis bleiben. Ich hasse es, dass ich nicht mit dir teilen kann. Ich hasse es, das nicht mit dir teilen zu können. Aber du würdest mir einen Todesblick verpassen und jedes Detail aus mir herausquetschen. Wenn du nur wüsstest, was wir gestern in der Nähe des Campus... Dass wir gestern in der Nähe des Campus gevögelt haben. Oh mein Gott.
Ja, ihr könnt euch sicherlich auch denken, was ich denke. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. I want to die. Oh. Jeez. Who wrote this? Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Way. Fuck you, yes you. Ouch. Okay, ich glaube, da ist noch was. Chloe was here, Rachel was here. I don't want to intrude, but I was here. Ich weiß nicht, ob das nicht zu deren Ding bleiben sollte. Nee, ich glaube, ich schreibe den Namen nicht dort. Weil ich glaube, das ist so Chloes und Rachels Ort und ich will mich nicht da so reindrängen. Deswegen lassen wir das mal. Lassen wir das mal. L.A. Bitch. Ew, ich hasse alte Puppen. They left you here all alone. Thanks, Max. Wait, one more for the road? You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. I need to see you shoot first. That was awesome, but Chloe wants those bottles down. Huh? Was muss ich machen? Show me the way. Ah, okay. Sie muss mehr nach rechts schießen. Oh. Show me the way. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Yay! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Weiter nach oben. Now, Max, where do I aim? Aim slightly above. Right between the eyes. Yay! Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Hello? Let's see you take a crack at that rusty barrel. Oops. Sorry, Mr. Barrel. Your time has come. Listen to those fat bullet beats!
what should I shoot? Was hat sie denn getroffen? Fine, since you won't play, I'm gonna shoot this barrel. Yawn. Listen to those fat bullet beats! Ooh. Give me something to- Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Hella yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like, never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. I want to see that windshield go down. Watch out for flying glass! You guys better run for cover! Hey! Yet the bottle remains. Ach so. Ach so, die will immer die Flasche dann... Ups. Das war ein bisschen weit. Dude, I need a target before I shoot. Ja, dann wahrscheinlich die Stoßstange. Put a real dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. Jesus, I shot myself! Ugh, I shot myself! Back up, oops. Back up! Stupid gun! Hold on, Chloe. Oopsie. Dude, I need a target before I shoot. Der Reif. Not! No, 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 no. Shoot. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Uber cool. Oh, yeah, voll. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero! Now it's your turn to bust a cap. Did Kopfschmerzen. I don't know. Max, your nose. Oh. Damn. I don't feel so super. Max! No! Freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. Glad I feel normal. I'd rather go chat up Chloe. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Das ist der Vanboy. Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet?
a friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Come on, girly. Shoot me. No! Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. Die ist doch so kacke. Hätte die jetzt den jetzt erschießen sollen, oder was? Stepshit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh man. Frank took Chloe's gun because of me. Wowzer. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Kann ich zweimal zurückspulen? Also kann ich jetzt einmal zurückspulen, die andere Variante nehmen und wenn mir die Variante nicht gefällt, doch wieder die andere nehmen? Geht das? Ja, okay. Are you ready to do this? We should jet before. We have plenty of time to do anything we want, whenever we want. Make me proud, sis. Okay. Oh my god. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Okay. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants. Jetzt haben die halt die Waffe, aber dieser Typ hat sie jetzt auf dem Kicker. Jesus, I almost shot this guy, and now he'll be more dangerous to Chloe and me. Ja. Ich finde das andere, glaube ich, besser. Ich würde es so lassen. Ja, aber. Jetzt hat er sie ja auf dem Kicker und... Ich würde sie lassen, du hast immer noch die Waffe. Ja, I know, aber... Sonst hat er die Waffe, jetzt hat er keine. Ja, da habt ihr auch schon wieder recht. Okay, ich glaube, in unseren Händen ist die Waffe besser aufgehoben als in seinen. Na gut. Wo ist sie hin? Wo ist Chloe?
Just another day of Max's fucked up life. Chloe's waiting to go for a walk. I still can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. Dem Stiefvater von Chloe gewesen. It felt awful. Oh oh. I'm glad there was no bullets in there. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power. You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? Auf den Gleisen, we could stay forever. Logo. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? I'm still freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Rumgehangen? Hung out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Sagen, mein Vibrato vibriert. Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloe. What's that noise? Mann, zieh den scheiß Schuh aus. Oh shit. Find a tool to cut those wires. Yeah. Eh? The train's coming! Ah. Max, please! Yeah.
Ich kann da nicht hin. Ah. Max, get me out of here! I can definitely use this bad boy. Please! Jetzt wird die so überfahren. I better find a tool to cut those wires. Hä, habe ich das nicht? Ach so. Oh. Please, so, ich brauche die Brechstange, um wahrscheinlich hier was aufzubrechen, ne? Wo denn? Da. Shit, I can't budget at all. Ja, die Brechstange. Schneller! Ups, 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 ups. Ja, ich spule schon mal ein bisschen zurück. Damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. But which wire to cut? Rot ist immer gut. Now that's the right thing. I missed something. I better rewind. But which wire to cut? Blue. Whoa, stupid light! No go! Hä? But which wire to cut? Ach so. I need to figure this out. Aber es muss früher sein, wahrscheinlich. But which wire to cut? Now that's the right thing. Ah, und da. Okay, okay, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Okay. But which wire the cut? Rot. Und dann an den weichen Schalter, oder? Ja, Mann! Das ist zu schnell für mich. Huch, so schnell wollte ich eigentlich nicht sein. The train's coming! But which wire to cut? No! But which wire to cut? Max, now that's the right key. Yes! I did it! Woo! Yes! You okay? You saved me again! Crazy! Now we're totally bonded for life. Damn. That was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. It's raining men. Halleluja. So, können wir uns jetzt noch um Kate kümmern? Thanks die for wichtiger the ride, als Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Ja, ist ja nur fast gestorben. Nothing exciting okay. ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now.
You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like you said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Bin kein Fan von Chloe. Hi Vicky. Puh. Wie hat Chloe herausgefunden, dass Max Superkräfte hat? Sie hat es ihr gesagt. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Okay. So are you going to the Vortex? Ich weiß nicht, ob wir mit ihm reden sollten. Like I would miss it. I have the sweetest outfit. Ich glaube, wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um, bevor wir mit ihm reden. Justin always looks down. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext and Victoria. It's over. Just another Blackwell mini drama. You mean stupid shit. Man, I just don't get Victoria. What does she want? Probably for all of us to talk about her. Like now. Then let's not. For the PlayStation. You're pretty smart, Max. See you at the game Friday. Okay. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. So, Samuel? Hi! Seriously. Hello, climate change. Just stop being a loser. Does anybody believe this shit? This is where shit gets real, don't miss it. This Thursday. Ist das die Party, wo wir auch hingehen sollten? Trevor? Trevor surveys his domain. Mm-hmm. Courtney? Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. Mm. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you knew the type fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Okay. Join us or die. Ich will einfach mit allen gut gestellt sein. Eigentlich wäre ich hier jetzt nicht so in den Arsch gekrochen, aber
Okay, warte mal. Wir sprechen erst mit dem Direktor. Sir? Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Alleged? Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Boah, was für ein Scheiß, Direktor, ey. Max, I have a meeting. Excuse me. Ach so, deswegen stehst du auch noch hier rum. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm sprechen möchte, aber wir tun es. Excuse me, Mr. Madsen? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? You hit Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht. Warren! Hat er geschrieben, hallo, meine Hübsche? Hi! Sit down. Science. I don't know. Ich bin im Sci-Fi-Labor jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. Okay, wir kommen! I still have time. I could go see Warren playing Mad Scientist in the lab. Wer ist denn nochmal Luke? Luke is always using the phone as a shield to avoid people. I saw Victoria and her friends shopping for the party. That reminds me. I have to oh score some mein Gott. Ich dachte, sie ist mit Trevor zusammen. Nee. Dana hatte was mit Logan. Warum ist Juliet jetzt hier? Oh mein Gott. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Was ist... Alter. Ist da irgendwie really wieder mal mit jedem, oder? Protection next time. Okay, hier ist das Labor. Da will ich aber noch nicht rein. Erst gucken. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Evan? I love how Evan is so above the Vortex Club and everything else. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Okay. You can't help stop me. Stop acting so I'm trying. But you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Doch, ich verstehe what do dich. What from me? Please, leave me alone. Stop! Don't come near me. Oh
Kann ich das zurückspulen? Ja, kann ich. Wahrscheinlich kann ich dann hören, was gesagt wurde. You to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting attention. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Hey, warum? Maybe this is your way of getting attention. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, like me. Knock off this martyr crap. What do you want from me? I want you to be honest. Nobody believes me anyway. Stop acting so brittle. Being on a viral video does that. Maybe. Excuse me, Max. Can you come over here? Oh, I see. I'm not important to you anymore. Nobody cares about me. Nobody. Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Ich stehe zu meinen Aussagen. Nathan had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Yes. Hm? Oh, ich wollte aber noch mit... Warren reden, war das hier? Ja. Hi! Think bring me the brain, Igor. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer! Perfect timing! I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. Have that either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Natrium. I have a vision. Godium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is.
Damn. Zip. Nothing. Nada. I give up. Can't be that hard. Hey, Warren. Maxwell Silverhammer. Asking me for help means... Have that either a bit of... Kalio. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but... Der einzige Gute hier ist einfach Warren, ist so. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Yay! Ich möchte einen free hug. Weird science. Yes, I am a scientist. Fuck. Yes, I am a scientist. War es das jetzt? Des, also dafür sollte ich jetzt zu Warren gehen? Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Yes. Experiment. I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Not me. Warren doesn't need my help. The boy knows things. How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Okay, aber mit... Ah, ist das Miss Grant? Yes. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Gar kein Problem. Every signature counts. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Sehr gut. How is your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. I can't wait for fall either. It's all about the atmosphere. You're the artist and I'm the scientist. Like yin and yang. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Kann ich jetzt hier irgendwo... Ach nee, ich muss das zurückschauen. Yes, I am a scientist. Oh, nee, no, fuck. Hey, Warren. Maxwell? Asking me? Have daddy?
chlor. Wrong, Warren. You need to add chlorine, not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Ooh, pink. Eureka. She's got it. No, you got it. Don't be so modest, Dr. Caulfield. Cutie. That was fun helping Warren. Check out the big brain on Max. You might be the next Heisenberg of Blackwell. Was wollte sie sagen über ihn? Tschüss. Da steht ja immer noch da. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Mhm. Okay, I'll do that. Als ob der das nie merken würde. Oh, I know. That makes sense. Huh? Mm-mm. Seriously, I have to hang up now. Let's talk about this later. We'll talk later, okay? I have to go. Because I can't have this conversation with you right now, okay? Would you please just hang up the phone? Okay. Mhm. Huh? Yes. Hmm? Uh-huh. Sure, okay. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Mhm. Okay. Das hat er schon gesagt, oder? Oh, I know. That makes sense. Maybe Stella is smart to stay out of all the drama. Dana, you are out of control. Turn it's left. Hard to not like That's Hayden right. because he Your just doesn't love. Give a shit. I'm kind of doing something now, Max. Okay. Hi, Daniel. Daniel is always on the outside. Look, what's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you like the sketch I did of you yesterday. Yeah. Love. And it's my new avatar. Yeah. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday, your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Ich lieb Daniel. Hi, Alyssa. Mach einfach ein Foto von dir. Wow. Oh, guckt euch Warrens Foto an. Tschüss. Not now, Max. I'm contemplating shit. Okay. Okay, okay, okay. Und Dana? No time to talk, Max. Posing in progress. Okay. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Ja, keine Ahnung. Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit it's down up. Now? Clara, oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Assholes. Yes. No time to talk, Max. Art in progress. Okay. Warum hat Kratzer auf der Wange? War ich das? That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Kate. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong.
and weird. Warren! What up, Max? Hi! Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. Maybe we have a lot to cover today and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. False images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Money. Speaking of participation, there are a few. Der Chef mit der Knarre, heirate mich. Illegal in Oregon noch. Scheiß drauf, brennen wir durch. Ich will nicht mit dir durchbrennen. Get to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in monochrome. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Richtig gute Autoritätsperson. Dismissed. Is this for real? It slipped out. Nein. Kate. Nein, ich wusste es. She can't die. She can't. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Chloe, das ist Kate. Das ist Kate. Yes. Oh mein Gott. Max, stop! Don't come near me! Not now. It won't work.
I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Oh mein Gott, das sind alles scheiß Antworten. Nobody cares, Kate. There'll be another viral Victoria video in a day, and everybody will forget. You can't scrub my video from the internet. And that's how I'll be remembered. Unless I jump. No, no, no. Kate, you can't do this to all the people who care about you. No. Nobody cares about me. Nobody. Deine Schwester. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Then make Lynn happy and step towards me. If she was here, you would know what to do. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich soll mir die Sprüche genau durchlesen. Wahrscheinlich Matthäus, oder? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Like I said, I care about you. I know this passage means a lot to you. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Fuck, Alter.
Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Oh my God. Ich meine, der Lehrer war jetzt ein Arsch, aber ihn so in die Scheiße reinzureiten, keine Ahnung. Wenn ich sage, es war Nathan, also dass er hier K.O. getroffen gegeben hat, dann sagt der Direktor eh wieder, stimmt nicht. David hat sie gemobbt. Oh mein Gott, keine Ahnung. Ich glaube, ich tendiere auch zu Nathan. Oh, ich habe voll gespuckt. Okay. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, no. Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. Yes. See you in court. Yes, Lloyd. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Just sign this, and you're done with this episode of Law and Order. Also, ich finde das ja eigentlich gut, oder? Weil er wurde immerhin suspendiert. Ich würde David nehmen. Ja, aber das, was Nathan gemacht hat, ist ja noch viel schlimmer. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries.
I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Warum ist der Lehrer überhaupt da, der Mr. Jefferson? Was hat der denn damit zu tun? I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen, ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Ja, wir haben sie. I believe you, Warren. I believe anything. Nervig. Isabel! Sag das nicht über Baby Warren! We could wash the dirt off our
Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde Chloe und Max cute zusammen. Ich weiß nicht, irgendwie... Also ich mag Chloe halt einfach nicht so gerne. Deswegen finde ich... Also ich... Rauren hat einfach einen ganz... ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich finde ihn irgendwie mega süß. Ich bin mal gespannt, wie man da noch entscheiden kann. Wie das so weitergehen kann. Die zweite Episode war so krass. Ey, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, Kate zu retten, weil ich hätte es mir nie verzeihen können, wenn wir sie nicht hätten retten können. Ich glaube, ich hätte die Episode nochmal von vorne gestartet, nur um sie retten zu können. Aber ja, irgendwie, es wird jetzt hier so ein bisschen emotional, aber irgendwie wusste ich ganz genau, was man sagen musste, weil ich ganz genau weiß, was man nicht hören möchte, wenn es einem schlecht geht. Jetzt nicht denken, dass ich irgendwie Suizidgedanken habe oder sowas, aber wenn es mir schlecht geht, möchte ich nicht hören, sei stark oder es wird besser werden oder sowas. Das will ich dann auch nicht hören. Ich glaube, es hat mir geholfen. Ja, ich habe auch zwischendurch mitgelesen, dass ein bisschen Stress im Chat ist. Und da hatte jetzt gerade eben jemand geschrieben, ob man bei Entscheidungen dann nicht nur den Emote-Chat anmachen kann. Ich finde das nicht schlimm, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und ihr da was in den Chat schreibt. Wenn ich das nicht sehen wollen würde, dann würde ich einfach nicht in den Chat gucken. Ich gucke ja ganz bewusst in den Chat, weil ich auch Meinungen von euch brauche. Ich will nur nicht, dass ihr mir schreibt, mach das, dann passiert das. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall das schreiben, was ihr machen würdet. Das ist für mich kein Spoiler. Das ist einfach nur eure Meinung. Also nur nochmal als Head-up, weil ich glaube, Prinzessin Erbse wusste jetzt auch nicht so richtig, was sie bestrafen soll und was nicht. Ja, nur nochmal für alle, weil ich glaube, das war jetzt ganz schön, haben sich Gemüter erhitzt. Ich fand das aber überhaupt nicht schlimm, wie geschrieben wurde. Also ich habe auch keinen einzigen Spoiler gelesen, der mich genervt hat oder sowas. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, weil, ich fand das schön, wie wir das zusammen gemacht haben. Also ich finde, das ist genau das, weswegen ich so Story Games spiele. Also ich will jetzt auf jeden Fall hier auch nochmal Prinzessin Erbse loben. Du hast es ganz toll gemacht, dass du das, dass du den Chat immer so managst und sowas. Nur nochmal, um zu verdeutlichen, was ich eben okay finde. Genau, schreibt auch jemand, wenn euch der Chat nervt, dann könnt ihr ihn auch einfach ausschalten. Genau, das geht auch. Dann lest ihr den Chat einfach gar nicht mehr. Ich glaube einfach, dass Prinzessin Erbse alleine heute etwas überfordert war. Es gab sehr viel Stress hier, weil manche etwas als Spoiler empfunden haben, was für dich, liebe Nina, keiner war. Ja, ich glaube, dass hier keiner böswillig spoilert, im Sinne von, mach das, damit dann das passiert und sowas. Ich fand's mega cool und ich fänd's schön, wenn ihr das durch den Chat nicht machen würdet, weil ich fand es richtig cool, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bin voll froh, dass ihr mir so geholfen habt bei den Entscheidungen, weil manchmal fällt mir das schwer, die alleine zu treffen und genau, jeder versteht unter Spoilern halt was anderes, genau. Aber hast du Kate gerettet? Ja, ich habe Kate gerettet. Liebe an Prinzessin Erbse auf jeden Fall. Ganz viel Liebe an Prinzessin Erbse. Ich guck mal, vielleicht mache ich auch nochmal ein paar mehr Mods, damit dann mehr Leute das managen können. Aber im Grunde, finde ich, gibt es gar nicht viel zu managen. Also, was ich jetzt so gelesen habe, da habe ich nichts gesehen, wo ich dachte, oh Gott, das ist jetzt ein Riesenspoiler. Kann aber auch sein, dass Prinzessin Erbse das natürlich schon eliminiert hat. Die Subs vorlesen, es waren doch gar keine Subs. Doch alle vorgelesen, die reingekommen sind. Clara war die letzte. Die habe ich schon vorgelesen. Only Rain hat noch reingesubbt. Herzlich willkommen im Universum, Only Rain. Sorry, den habe ich übersehen. Den Rest habe ich. Oh, man.
Wir geben dir, liebe Prinzessin Erbse. Du, sie hat schon wieder 5 Subs verschenkt. Ich danke dir, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für die verschenkten Subs an Roxy, an Lisi, an Lixi, Lixli, an Amxli und an Käsekrümelchen. Herzlich willkommen, Universum, ihr Lieben. Prinzessin Erbse verteilt auch noch ein bisschen Liebe am Ende des Streams. Nina, dein Charakter ist Gold. Küsschen auf dein Herz. Och, Leute, hört auf. Die Spiel ist einfach nur geil. Also, ich bin auch absolut in love. Heute war noch mal krasser als gestern. Gestern war auch schon mega cool, aber heute war noch mal anders geil. Einfach wirklich anders geil. Mach dich mal groß. Nee, es kommen jetzt gleich noch die Entscheidungen. Die will ich auf jeden Fall noch mal anschauen. Ich hätte es doof gefunden, hätte man die Episode neu gestartet. Ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht neu gestartet, aber ich glaube, ich hätte erstmal ein bisschen gebraucht, um klarzukommen, dass ich es halt nicht geschafft hätte, Kate zu retten. Also ich bin so, so froh, dass ich es geschafft habe. Die Ehrenerbse. Oh mein Gott, die Ehrenerbse. Die Ehrenerbse. Johnny, du bist unsere Ehrenerbse. Hammer. Hammer. Vielleicht sollten wir für die nächsten Episoden eine Triggerwarnung einbauen. Ist doll aufgefallen, wie viele hier getriggert waren. Also ich glaube, auf YouTube werde ich auf jeden Fall noch eine Triggerwarnung einfügen. Genau, das hat auch gerade jemand geschrieben. Aber ich weiß halt nicht ganz genau, was kommt. Vielleicht google ich auch nochmal. Aber ich will mich halt auch nicht spoilern lassen. Das ist so, ist ein bisschen schwierig. Puh, okay, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz die Entscheidungen an. Denkst du, du machst morgen weiter? Ich glaube schon. Ich kann es wahrscheinlich nicht abwarten, weiterzuspielen. Deswegen geht mal davon aus, dass wir morgen Abend auch wieder so gegen 18, 19 Uhr spielen werden. Okay. Okay, die meisten haben auch gesagt, sie soll auf Beweise warten. Du hast Kates Anruf angenommen. Das haben zum Glück die meisten auch gemacht. Du hast versucht, Frank zu erschießen. Du konntest Kate nicht retten. Ach, krass. Das ist ja fast ausgeglichen. Du hast Kate das Leben gerettet. Oh mein Gott, zum Glück. Und die meisten haben auch Nathan beschuldigt. Sehr gut. Ach so, hier sind ja noch mehr Entscheidungen. Du hast deine Pflanze gegossen, du hast Alyssa geholfen, du hast den Link zu Kate. Du warst nicht zu Taylor. Du hast Borans Einladung angenommen. Du hast keine Nachricht geschrieben. Ach, an die Wand. Du hast nicht an den Gleisen rumhantiert. Oh. Okay. Du wurdest zur Party des Vortex Clubs eingeladen. Du hast Boran geholfen. Du hast Mr. Jefferson von David erzählt. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob das gut war oder nicht. Oh mein Gott. Seid ihr ready für Episode 3 morgen? Ich glaube, ich bin es noch nicht. Ey Leute, dieses Spiel macht mir so viel Spaß. Ich finde es so geil. Ich freue mich so auf morgen. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Vielen Dank. Erstmal auf Wiedersehen an alle YouTube-Zuschauer. Das war's für dieses Video. Wenn ihr beim Stream dabei sein wollt. Ich denke mal, dieses Video kommt morgen online, damit dann morgen Abend wieder alle up-to-date sind. Dann seid heute Abend dabei beim Livestream auf Symfinity-Nina Twitch. Genau, ja. Und ja, bis dann. Tschüss.